this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder in einem sehr, sehr lustigen Spiel, das eventuell schon Leute kennen, keine Ahnung. Das Ganze ist halt online. Ich feiere es übel. Wir haben natürlich wieder Schule, die Ferien sind vorbei und meine Kollegen haben ein neues Game für die Pause gefunden. Und das Game hier ist es. Das bockt auf jeden Fall sehr, sehr. Ich heiße Small Duck. Benennen wir uns auf jeden Fall jetzt mal um. Das war der automatische Name, den ich hier bekommen habe. So, Dr. Nice. Guy wollen wir natürlich heißen, so wie sonst auch, ne? Ist ja klar. Wir haben hier auch schon so ein paar Profilbilder freigeschaltet. Ich habe hier einfach mal das Ukraine-Herz genommen. Hier haben wir noch Sticker. Ich weiß nicht, wofür die Sticker sind. Ach, die kann ich einfach in der Runde benutzen. Sehr, sehr nice. Wir haben auch schon eine Waffe gezogen. Das ist so eine Pump, die schießt halt langsamer. Ich öffne hier ein Pack, aber wir zocken jetzt gleich mal los, damit ihr auch mal das Game zu sehen bekommt. Es ist nämlich extrem witzig. Es ist so ein Drop Hunt Game einfach. Ich denke mal, jeder kennt den Drop Hunt Modus. Entweder man ist ein Gegenstand oder man ist eben ein Mensch. Und dann muss man versuchen, halt die Gegenstände zu finden und kaputt zu machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auch mal in-game in der richtigen Runde. Es gibt ja auch noch so ein paar Sachen, das ist ein bisschen nervig. Es gibt hier so Heal und Schweine. Die Schweine sind ziemlich overpowered. Dann kann man als Gegenstand eben die Gegner so in ein Schwein verwandeln, beziehungsweise in irgendein Tier, und dann können die sich nicht bewegen und so. Aber das ist ein bisschen übertrieben, weil man kann dann entweder Werbung gucken oder man kann das Ganze halt eben für echt Geld so kaufen und so. Ist nicht ganz so cool. Ihr seht schon hier, ich werde euch das alles gleich noch ein bisschen mehr zeigen, wenn ich mal selber in der Runde bin. Ich würde sagen, die 1 Minute 26 überspringen wir auch bei euch. Das müsst ihr euch nicht mit angucken. Aber ihr seht schon hier, diese Schweine sind ziemlich overpowered. Und das Ganze gibt es auch für die Typen. Die haben dann eine Granate und das ist ziemlich übertrieben. Also, weil man auch unendlich viele von denen benutzen kann. Und man kann sogar zweimal respawnen, was auch, finde ich, ein bisschen übertrieben ist. Dann kann man einfach als Gegenstand immer wiederkommen. Und dann, das ist also zweimal wiederkommen. Und das ist eigentlich schon ziemlich fies. Ich habe auch ein paar von denen. Ich habe mir ein paar Werbungen reingezogen. Aber ohne das macht es auf jeden Fall mehr Bock. So, jetzt kann ich endlich mitspielen. Ihr seht schon, ich bin gespawnt und ich bin jetzt direkt hier so eine große Couch. Und man kann wirklich, also man kann nicht alles sein, aber es ist jetzt nicht so, als könnten die Gegner sagen, okay, wir gehen nur auf Sachen, die sonst hier nie sind, weil man ist einfach ein Gegenstand, der auch sonst auf der Karte ist. Das ist halt extrem okay. Früher habe ich die Taktik gemacht, ich bin einfach immer da stehen geblieben, wo ich war, aber das ist keine gute Taktik, weil ihr müsst ziemlich klein sein am besten, damit ihr auch nachher ziemlich gut ausweichen könnt. Jetzt wird er mich auch schon abschießen, ja, aber ich kann hier so ein Schwein einsetzen. Wie gesagt, die sind zu übertrieben. Ich habe sehr, sehr viele von denen. Aber ihr müsst was Kleines sein, das ist immer besser, damit ihr euch schön bewegen könnt und auch gut ausweichen könnt. Das ist auf jeden Fall besser. Und ihr habt auch schon gesehen, man kann sich halt auch so in was anderes verwandeln, relativ einfach. Aber ich verstecke mich jetzt hier weiter. Und ihr seht schon, unten sind jetzt so Emotes angezeigt. Das ist nämlich auch so, nach einer gewissen Zeit, wir sehen es gleich, nach 15 Sekunden kommen hier Emotes bei mir und dann können die Gegner mich nicht nur hören, sondern die sehen auch die Emotes über meinem Kopf und dann können die mich einfach killen. Das ist schon ziemlich übertrieben, aber so ist es halt. Also ihr seht schon, hiermit bewege ich mich, ne? Hiermit kann ich mich noch so drehen. Muss ich hoffen, dass keiner meine Emotes sieht. Ich versuche mich hier so hinterm Stuhl zu verstecken. Springen kann ich halt und ich kann auf dieser Taste hier mich in die Gegenstände verwandeln. Halt auf der oberen Taste, die ich hier sehe, kann ich mich in Gegenstände verwandeln, aber eigentlich sind alle Gegenstände schlecht, die groß sind. Auch wenn man da mehr Leben hat, sind die halt wirklich ein totaler Reinfall. Oh shit. Das hat sie uns gesehen. Es ist ein bisschen unfair, dass ich hier die ganze Zeit die Schweine benutze. Aber ja, ich will euch ja in der ersten Runde mal so ein bisschen zeigen, wie das Game so ist. Und es ist auf jeden Fall sehr lustig. Ihr kennt Drop Hunt Spiele wahrscheinlich und das hier ist auf jeden Fall im Mobile sehr gut gelungen. Kann man auf jeden Fall mal auch... Oh shit, jetzt bin ich so gut wie tot. Ich mache nochmal ein Schwein, ne. Hat nichts mehr gebracht. Kann man auf jeden Fall gut auch mal theoretisch im Stream spielen. Und ich zeige euch jetzt, wie unfair das ist, ne. Die haben zwar 4 Sekunden mehr Zeit zum Suchen, aber ich lebe jetzt einfach wieder, weil ich auf Respawn gedrückt habe. Und wir haben gewonnen, wenn ich jetzt bis zum Schluss überlebe. Also ziemlich übertrieben eigentlich. Oh ne, jetzt wird er mich verraten. Durch den werden die mich jetzt auch sehen können.
Oder auch nicht. Bis jetzt sieht mich noch keiner. Oh, oh, jetzt hat er mich gesehen. Dann verwandle ich den mal lieber. Verwandle mich hier in was Kleines. Ist immer besser. Stelle mich jetzt hier in die Ecke. Jetzt hier so neben die Tür, damit ich auch rausgucken kann. Ich sehe, wenn jemand kommt. Kommen Emotes von mir, dann gehe ich lieber wieder in die Ecke. Was ich eigentlich sagen wollte, man kann es auf jeden Fall auch gerne mal im Stream zusammenspielen. Ist ein ziemlich cooles Spiel, was man zusammenspielen kann. Geht auch mit sehr vielen Spielern. Und man kann halt auch eben so machen, dass man nur mit Freunden spielt. Ich glaube, wir haben gewonnen. Aber das einzige Problem an dem Spiel ist natürlich, dass das Ganze schon wieder ziemlich nervig ist. Dann könnt ihr bei mir Bildschirm gucken, ne? Und dann könnt ihr sehen, wo ich mich verstecke. Oder auch andersrum, wenn ich suche, dann wisst ihr, ob ich in eurer Nähe bin oder nicht. Das ist ein bisschen schwierig, aber jetzt sind wir halt mal der Sucher. Da kann ich euch auch ein bisschen was zeigen. Die Granaten sind auch wieder sehr unfair. Man kann einfach eine Granate werfen und das macht einem auch keinen Schaden, wenn man von der getroffen werden sollte. Also die Gegner oder wenn man was Falsches trifft, weil mit den normalen Waffen ist es so, wenn ich jetzt einen Gegenstand abschieße, der einen Drop-Hand-Gegenstand sein könnte, wie dieses Ding hier, aber erstmal versuche ich jetzt den Gegner zu töten. Den jage ich jetzt hier. Das ist erstmal wichtiger. Das ist mal wichtiger, als euch zu erklären. Man verliert halt Leben, wenn ich jetzt irgendwas abschieße. Ihr hättet es auch eben wahrscheinlich sehen können. Man verliert auch Leben. Oh, jetzt hat er auch ein Schwein eingesetzt. Man verliert auch Leben, wenn ihr auf Gegenstände schießt, die eventuell ein Drop-Hand werden. Ich zeige es euch hier mal. Okay, jetzt habe ich nur noch 85 Leben. Also man verliert auch Leben, wenn ihr aber jetzt einfach auf den Boden schießt. Dann ist das egal. Okay, hier der ist One-Shot. Ja, sehr gut, den haben wir weggepumpt. Nice, nice, nice. Es läuft ganz gut. Jetzt, wenn er respawnen kann, ne, dann kann er weitermachen. Ist ein bisschen mies, aber ansonsten ein echt, echt lustiges Spiel. Man kann immer hin und her. Als beides ist lustig. Okay, jetzt hat mich direkt jemand verwandelt. Da kann ich erstmal nichts machen. Super. Ihr müsst doch manchmal so tun, als hättet ihr die Sachen nicht gesehen. Ah, shit. Ich wollte so tun, als hätte ich ihn nicht gesehen, damit ich ihn danach richtig krank überraschend wegpumpen kann, aber so hat das Ganze nicht geklappt. Mein Mate macht auch irgendwie nichts leider. Und ich pump den jetzt einfach weg. Ich weiß nicht, ob der nicht mitbekommen hat, dass ich ihn weggeballert habe, aber okay, nehmen wir mit. Den konnten wir easy killen. So, anscheinend gibt es aber auch noch andere Gegner. Die können halt Kisten sein. Es ist halt extrem schwer eigentlich, wenn keine Emotes kommen, weil der könnte hier alles drin sein. Außer die Regale könnte der alles hier drin sein. Und deshalb ist es besser, auf die Geräusche zu warten. Gucken, wo es lauter wird. Okay, hier war es schon relativ laut. Irgendwo hier muss der Gegner sein. Vielleicht ist er ja einer von den Teilen da, aber anscheinend nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Gegner auch hier drin ist. Ja, er ist irgendwo hier drin, aber hat mich direkt verwandelt. Das sieht schlecht aus, nur auf 14 Sekunden Zeit. Ah, hier der Stuhl ist er. Wir machen gut Damage. Okay, hinterher. Ich werfe auch eine Granate. Mist. Oh, die Granate wurde noch geworfen. Ah, jetzt hat er gewonnen. Schade. Fast hätten wir es noch geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gegner noch gelebt haben. Wie gesagt, ein richtig lustiges Game. Eine Runde spielen wir noch eine schnelle. Es macht ziemlich Bock. Vor allem, wenn die Leute nicht zu übertreiben, sage ich mal, mit ihren Fähigkeiten. Und mit umso mehr Spielern, umso lustiger ist es auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen, das Game. Okay, wir sind ein Stuhl, feiere ich nicht so. Ich will lieber hier so ein kleiner Burger sein. Wie gesagt, das ist die Meta. Was Kleines ist immer besser. Der Typ gönnt sich auch mal gerne in der Schule einen Burger und eine Coke. Ups, jetzt habe ich auch versehen Schwein eingesetzt. Das war dumm, egal. Hier haben wir die Emotes, ne? Die sieht man nicht über den Kopf, sondern einfach nur im Chat. Aber ich wollte mal gucken. Okay, 3 gegen 3. Wir sind nicht so viele. Okay, es geht anscheinend maximal zu 10. Also mit so vielen könnten wir es nicht spielen, aber schon wenigstens mit ein paar. Okay, mich hat jemand gesehen. Wir machen es unfair, ne? Wir setzen einfach ein Schwein ein. Dann rennen wir weg. Aber man kann es auch ohne Schwein schaffen zu fliehen. Man muss halt immer sehr, sehr rumspringen und so, damit die einen schlecht treffen können. Und dann versuchen sich irgendwo schnell hinter so einer Ecke zu finden. Bis jetzt sehen die mich, ja. Okay, und ich renne genau zu einem Gegner. Oh no, hier die Toilette ist auch in Gefahr. Aber wir sind jetzt im Waschbecken. Und haben wieder einen neuen guten Spot. Ja gut, von hier aus sieht man es nicht, ne? Aber wer guckt so niedrig? Ich denke schon, dass die mich sehen werden. Ich gehe einfach auf so ein Klo. Oh Mann, ich setze immer auf, so sind die Schweine ein gerade. Wie dumm ist das?
ja ein ziemliches Schweinegewaste. Mist, hier ist leider kein Klo mehr, sonst könnte ich mich halt auf ein Klo stellen. Dann würden die meine Emotes, glaube ich, nicht so gut sehen können. Mann, ich bin so dumm. Ich setze die ganze Zeit die Schweine ein. Das möchte ich gar nicht, Oh nein. Ich würde euch gerne eigentlich mal zeigen, dass man auch flüchten kann, ohne Schweine einzusetzen. Aber ich schaffe es nicht. Ich setze noch ein Schwein ein. Oh no. Auch wenn ich es nicht machen wollte, aber ich habe jetzt ein Schwein eingesetzt und bin hier wieder nach hinten geflüchtet. Wieder dahin, wo wir eben waren. Es ist auf jeden Fall schwer, wenn euch mehrere sehen, ohne Schwein zu flüchten. Normalerweise hat man auch keine Schweine. Ich habe ziemlich viel Werbung geguckt, damit ich so viele Schweine habe. Auch wenn es ein bisschen unfair gegenüber anderen ist. Okay, wir müssen jetzt das Schwein einsetzen und noch nicht mal mit dem Schwein konnten wir überleben. Hunters win, oh no, wir haben sogar verloren, ich war der Letzte anscheinend. Egal, dann rächen wir uns jetzt und killen sie, weil wir ja jetzt die Hunter sind. Okay, man kann hier immer schon gucken. Also, wie gesagt, also wenn ihr mit Leuten spielt, die das schon öfter spielen, dann müsst ihr einfach nur auf die kleinen Sachen achten und da hinten fährt sogar ein Gegner. Geh mal hier durch die Tür. Ja, der ist weg. Der hat keine Chance. Sehr gut. Der ist tot. Okay, was war das? Ah, ja, lol. Das Trampolin macht sogar Sounds. Lol, das kann, man kann sogar hochjumpen. Oh mein Gott. Alter, dann kann man ja sogar als Gegenstand hier auf den Basketballkorb. Das muss ich mir merken. Für ein anderes Match. Aber jetzt jagen wir erstmal. Also, ich würde immer... Also würde euch erstmal empfehlen, immer kleine Gegenstände zu sein, weil die viel besser zum Flüchten sind. Wenn ihr als großer Eimer gesichtet werdet, könnt ihr sehr, 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 sehr schlecht fliehen. Und deshalb würde ich auch immer auf die kleinen Sachen meistens ballern. Um zu testen, ob da ein Gegner ist oder wenn euch irgendwas so ein bisschen sass vorkommt, könnt ihr natürlich auch darauf ballern, wenn ihr denkt, fühle ich jetzt nicht so, dass da eine Cola steht oder hier ein Stuhl steht. Aber... Hier ist, glaube ich, alles legit in dem Raum. Wundert euch nicht, dass ich immer so auf dem Boden baller. Ich will dann immer nur nachladen. Ich habe halt kein Headset an, deshalb weiß ich nicht genau, von wo die Töne kommen. Aber wir haben auch schon gewonnen. Also easy win wieder für die Hunter. Ich feiere das Spiel übel. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das Game findet. Ob ihr das Ganze auch mal mit mir zocken wollt im Stream. Auch wenn es dann schwierig ist. Vielleicht machen wir es mal im Stream. Ich bin mir noch nicht sicher, weil irgendwie ist es ja nicht ganz so cool. Wenn ihr mein Bildschirm sehen könnt. Vielleicht machen wir es mal, vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir ja so mal ein paar Community Games hier drin machen, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.